Willkommen zurück zu League of Legends Kindergarten mit mir, Peter Busch von Creed.de, und heute spielen wir Varus als ADC. Und da fangen wir dann auch schon mal direkt an. Wir sprechen heute auch mal ausnahmsweise etwas genauer über den Helden, um den es eigentlich geht. Ich spiele Varus zum ersten Mal und werde direkt irgendwie durch die Gegend geportet. Oh Gott, blöde Kamera. So. Also, Fertigkeiten von Varus. Passiv ist... nach jedem Kill oder Assist bekommt man mehr Angriffsgeschwindigkeit. Und dieser Bonus ist etwas höher, wenn der Gegner ein Champion ist. Dann bekommen wir den Piercing Arrow. Das ist ein aufgeladener Schuss. Also man muss den Angriff gedrückt halten für eine Weile. Und dann loslassen. Ihr werdet sehen, am Anfang mache ich das falsch. Das ist das erste Mal, dass ich Varus spiele. Und auch nur deshalb, weil er gerade in der kostenlosen Rotation ist. Dann der nächste ist ein Passivbonus, der uns zusätzlichen Schaden gibt und einen Debuff auf den Gegner setzt, den, wenn wir ihn treffen, mit einer unserer anderen Fertigkeiten dann explodiert und zusätzlichen Schaden macht. Dann haben wir noch einen kleinen AOE, der den Gegner schädigt und verlangsamt und dazu noch die Heilungseffekte in diesem Bereich verhindert. Und das letzte ist unser Ult. Das Ganze nennt sich Chain of Corruption und ist ein Skillshot, den man auf einen Gegner schießt, der dann festgewurzelt ist. Und ja, so, ihr werdet sehen, das Gegnerteam hat ein bisschen klitzekleine Probleme. Nämlich haben sie keinen Support für ihren ADC. Und deshalb haben wir hier sehr starke Lane-Control, aber ihr werdet auch sehen, neuer Held. Dementsprechend werde ich nicht jeden Last-Hit setzen, auch nicht jeden zweiten. Da hat es Ashe zerlegt. Fehler von Ashe, einfach auf einer Lane zu kämpfen, auf der sie so unterlegen ist. Mengentechnisch lohnt sich überhaupt nicht, aus dem Turm rauszugehen, weil damit bringt sie sich letztlich nur um. Also, wie ihr seht, so füttert man. Ich meine, ich kann verstehen, dass es schwierig ist für Ashe, ohne Support zu spielen. Aber so spielt man ohne Support nicht richtig. Um auf mich selber zu schauen, mein CS ist echt sehr, sehr unterrauschend. Derauschend. Einfach nicht so klasse. Da könnte deutlich mehr drin sein. 17 ist... Es war in meinem Team das zweitbeste, aber ich sollte erstbeste sein in meinem Team. Und ihr seht, immer wieder verfehle ich den Last Hit gerade. Um ein bisschen was. Da fällt mir ein, irgendjemand hat gemeint, ich soll gefälligst die Pings wieder runter machen. Dann drehe ich die jetzt mal ein bisschen runter. Ich dachte immer... Ach nee, Pings Volume ist ein eigenes Ding. Da liegt's. Okay, das war mir nicht so ganz klar. Okay, so, jetzt haben wir es wieder. Sorry für den kleinen Zwischenstopp. Also, mein CS mit Varus suckt. Einfach nur, weil ich nicht so hundertprozentig abschätzen kann, wie der Schaden ist. Das kommt davon, wenn man immer mal wieder verschiedene Helden spielt. Jetzt kommt Katarina zusätzlich auf die Lane. Macht uns aber herzlich wenig. Wird einfach weitergekämpft. Jetzt zum Beispiel wäre es super gewesen, wenn ich auf sie geschossen hätte, weil sie schon ganz viele Aufladungen hat. Die jetzt leider weg sind. Da hätte ich meinen Spannschuss machen können, wofür ich auch genug Mana gehabt hätte. Da, das ist alles nicht so optimal gelaufen, die hätte ich haben können. Da wieder Verständnis der eigenen Fertigkeiten und das Nutzen der Synergien, was einfach nicht funktioniert hat in diesem Moment. Also absolut gar nicht, das hat nicht getaugt. So viel zu beachten, was ich jetzt falsch gemacht habe in dem Match. Also jedes Mal, wenn ich einen neuen Helden spiele, ist es natürlich immer etwas mehr, logischerweise, aber zumindest bestimmte so grundlegende Dinge, die halt eben immer wieder vorkommen sollten, dann irgendwann keine Rolle mehr spielen, wie zum Beispiel der CS. Das sollte auch so gehen, selbst wenn es da minimale Unterschiede gibt, sollte das eigentlich mittlerweile mehr oder weniger sitzen. Ashe hat 13, ich habe 27. Ist schon okay im Vergleich, aber
dann, wenn wir mal aufs Team schauen, bin ich immer noch nicht so weit vorne, wie es geht. Und hier, achtet mal drauf, ich krieg kaum einen. Also, ist wirklich nicht schön. Da war der Ult. Und Ash reißt dann auch auseinander. Katarina kommt gerade so weg. Dafür bleibt sie dann zu lange stehen und stirbt auch noch. So, der Versuch, noch ein paar Last Hits zu holen, weil mir ja schon im Match klar war, dass ich zu wenig Last Hitte. Das hat uns zumindest den Turm gebracht. Und da kommt Ash gerade nochmal. Versucht ihr Glück. Und hier jetzt der Flash kommt, weil ich dachte, Katarina hätte schon Level 6 erreicht, hat sie aber nicht. Ist gerade mal Level 5 und hat dafür gesorgt, dass ich meinen Flash versaut habe, verbraucht habe. Nutzloserweise. Hätte sie nämlich ihren Ult in mir gezogen, dann wäre ich womöglich tot gewesen, abhängig von den Items. Worauf ich natürlich noch nicht achte. Das heißt, mir war in dem Moment nicht klar, ob es gefährlich wird oder nicht. Und da hat sie jetzt den Ult. Wie man sieht, kann ich den Ult überleben, zumindest mit der Heilung, die ich noch von der Seite vom Support dazu bekomme. Oder war das überhaupt Heilung? Nein, das war meine eigene Heilung. Ha! Mein Support hat gar keine Heilung. Mein Support hat lediglich... Was heißt lediglich? Hat nur... Was heißt nur? Exhaust. Also... So, ab hier begebe ich mich aus meiner eigenen Lane in andere Lanes und versuche anderen Lanes zu helfen, so wie in ADC nun mal eben hilft. Mit dem Push von Objectives. Ash hat in der Zeit ein bisschen aufzuholen. Allerdings liegt sie deutlich zurück und ich sag mal, nicht nur hatte deren ADC keinen Support, deren ADC hat auch noch zusätzlich schlechter gespielt als ich ohnehin. So, auf dem Weg nach unten noch schnell was gelegt. Da hat es leider nicht mehr gereicht, um irgendwas zu treffen. Katarina dann dafür aber schon. Da zwei Skillshots verfehlt, sowohl mein Ult als auch den anderen. Kommt davon, wenn man die ganze Zeit eher Helden spielt, die keine Skillshots haben. Ich meine, Amu hatte schon Skillshots und haben was gesehen. Skillshots sind noch nicht so meins. Ich denke immer so ein bisschen, die Bewegungsrichtung ist falsch. In dem Spiel muss ich aber auch sagen, meine Spielweise, dass die so lief, wie sie lief, hat viel damit zu tun, dass ich einen sehr guten Support hatte. So, da jetzt wieder auf Katarina, weil es eben schon funktioniert hat. Und jetzt hätte ich einfach gehen sollen. Stattdessen bleibe ich stehen, weil ich nicht so hundertprozentig abschätzen kann, wie viel Schaden Sion eigentlich macht, aber es spielt gar keine Rolle, weil da kam nämlich noch Ash dazu, also tot wäre ich so oder so gewesen. Das war nicht so optimal, wir haben immerhin Katarina bekommen, aber das hätte nicht sein müssen. Das hätten wir auch anders machen können. Ich wollte gerade sagen, also ich habe einen guten Support dabei gehabt, deswegen war mein eigenes Spiel auch ein bisschen besser. Man achte mal darauf, meine Last Hits sind immer noch... mein CS ist nicht ausreichend, also ich hätte da gerne mehr, ich muss da echt dran arbeiten. Das ist so ein Ding, was mich echt stört, wenn ich aus einer Welle irgendwie nicht mal die Hälfte bekomme, dann stimmt da was nicht. Ich meine, ab jetzt ist es egal, weil ich genug Schaden mache, um quasi an diesen kleinen Fenstern, mit denen man treffen müsste, vorbeizuschießen, die Minions sein lassen. Aber so für mich war es nicht gut. So, da hat Sion erwischt. Aber Sion hat ja seinen Ult und steht dann wieder auf. So, nutzlos nochmal in die Gegend geschossen. Aber da kam Dings dazu. Syndra. Den haben wir auch noch erwischt. War okay. Und Ash ist jetzt einfach dermaßen unterlegen, was Items angeht, dass ich mir sowas erlauben kann. Katarina kommt, mit der will ich mich jetzt gerade an dieser Stelle nicht unbedingt anlegen und tue es dann trotzdem. Achtung! Genau davor hatte ich vorhin Angst und mache jetzt den Fehler gerade selbst. Immerhin erwischt sie und unsere Buffs gehen an Malphite, aber das war auch komplett überflüssig, da habe ich mich einfach überschätzt. Und Katarina unterschätzt,
Ich meine, ich habe noch relativ viel Schaden gemacht, aber bei weitem nicht genug. Ich hätte einfach gehen sollen, das, was ich ursprünglich vorhatte. Das wäre alles gewesen. Da kam Cyan reingestürmt. Und da ist er auch schon tot. Ist mit dem Ult wieder aufgestanden. Und die Sinn räumt so ein bisschen auf. Passiert jetzt nichts Großartiges mehr. Schauen wir nochmal auf den Farm. 65 ist zwar immer noch höher als alles bis auf Riven aus dem Gegnerteam, aber reicht schlicht und ergreifend nicht. Hier wieder zu spät auf meinen Support reagiert, der mir den Buff klar gemacht hat und ich habe es einfach nicht gesehen. Solche Sachen auf der Karte fallen mir einfach noch gar nicht auf. Da bin ich noch viel zu lahm für. Da der Weg zu Ash viel zu lang, hätte ich eh nicht mehr dran teilnehmen können im Kampf. Hätte lieber gleich wieder zurück zur Mitte gehen sollen, hätte ich vorher sehen können. Und da stirbt Syndra, bevor ich überhaupt da bin, durch Malphite allein. Und ja, viel herumgerenne. Viel sinnloses Herumgerenne auf der Lane. Auf der Map, nicht mal auf der Lane. Immerhin immer mal wieder einen Ward gesetzt, das ist schon mal etwas. So, jetzt haben wir noch so eine Situation, wo ich mich überschätzt habe. So, einfach Ash direkt unterm Turm. Bam, bam, bam. Sie ist zwar tot, aber ich sterbe beinahe auch und muss sogar rausflashen. Und sonst hat mich gerade der Turm gekillt. Und wäre ich auf der Lane geblieben, jetzt der komplette Fehleinschätzung der Situation. Ich sehe nicht, dass das Team eigentlich tot ist. Denke, okay, da kommt jetzt gleich jemand, der mich killt. Wäre ich geblieben, hätte ich noch ein paar Schüsse auf den Turm gesetzt, dann hätten wir den Turm definitiv bekommen an der Stelle. So, aber nicht. Ich meine, wir haben ihn auch so gekriegt, aber es wäre schneller gegangen. Morgana hätte sich nicht noch in Gefahr bringen müssen aufgrund meiner eigenen Angst. Meiner Teenager-Angst. So. Da ist jetzt irgendwie so ein bisschen Unentschlossenheit am Start. Da geht Ash drauf. Und Katarina kommt auch nicht mehr weg. Also es war schon okay. Hier wieder der Versuch, noch ein bisschen Farm zu sammeln, weil ich weiß, dass ich zurückhänge. Und schaut euch Olafs Farm an, ja? So sollte das ungefähr aussehen, wenn man seine Lane gewinnt. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe ein paar Kills, ja? Aber dennoch habe ich so das Gefühl, dass ich einfach nicht genug farme. Wir schauen mal kurz aufs Gold. MTL, wir halten das mal kurz an, checken mal das Gold. 7900. Und ich bin weit hinter dem Rest des Teams mit Malphite. Sogar mein Support ist weiter als ich. Also das ja, ist nicht der richtige Weg. Schlicht und ergreifend nicht der richtige Weg. Farm ist unverzichtbar. Und da muss ich echt dran arbeiten. Das ist in den letzten Matches immer wieder schlechter geworden. Statt besser. Auch nicht gut. Daran sieht man jetzt zum Beispiel, dass Ash nicht so wirklich den Plan hatte. Kann sein, dass es einfach ein neuer Spieler war, will ich jetzt gar nicht irgendwie großartig dran rummachen und sagen, nö, Noob oder so, ist er bestimmt nicht. Aber das sind so Sachen, da sollte man nicht stehen. Da sollte man nicht stehen. So, da hat es den Dings erwischt. Den Inhibitor. Schnell aus Science Schlag rausgehen. Und was für ein Kampf. Das war ein unspektakulärer Kampf. Und da kommt Ash noch dazu. Ich gehe direkt auf Ash an der Seite. Warum auch nicht? Und Cyan stirbt leider, bevor ich ihn treffen kann. Macht seine Ult-Aktion, holt sich noch einen Kill daraus. Und wir versuchen ein bisschen zu pushen. Bin ich so hundertprozentig erfolgreich, weil da leben dann schon wieder drei. Und das ist dann der Moment, wo Rückzug angesagt ist. Diese Riven ist nicht besonders aggressiv. Also normalerweise werde ich von Riven immer gerne quer über die ganze Karte gejagt. Und da ist dann auch schon der Surrender Vote vom Gegnerteam auf dem Weg.
Also es war jetzt nicht ein allzu langes Match, selbstverständlich, aber ich denke, wir haben trotzdem die wichtigsten Dinge etabliert. CS muss unbedingt dran gearbeitet werden, das kann so nicht weitergehen, das ist jetzt was ich langsam immer sicher drin haben muss. Dann Skillshots, auch da ein bisschen mehr Helden mitspielen, damit ich, wenn ich dann einen spiele, nicht so Probleme damit habe. Und Wards haben wieder gefehlt von meiner Seite her. Ich habe zu wenige gesetzt. Ich glaube, ich habe gar keinen einzigen gekauft, abgesehen von dem, den ich in meinem Trinket habe. Trinket wieder nicht geupgradet auch. Ansonsten war es relativ okay. Ich hatte nicht so die Positionierungsprobleme. Ich habe zwar teilweise dumm gestanden und habe dumme Entscheidungen getroffen, weshalb ich gestorben bin, aber die zwei Tode waren im Grunde genommen Entscheidungsfehler, nicht Positionierungsfehler. Ich bin jedes Mal im Kampf geblieben, obwohl ich hätte rausgehen müssen. Oder den Kampf hätte gar nicht suchen sollen an der Stelle. Ja, also dafür, dass es mein erstes Varus-Match war, war das schon relativ okay für meine Verhältnisse. Aber dennoch haben sich mal wieder ganz, ganz klare Probleme, grundsätzlich Probleme gezeigt, an denen weiterhin gearbeitet werden muss. Und deshalb bin ich ja auch hier mit dem Ganzen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen, wenn was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren, denn es geht beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dahin.